Hallo meine Lieben, ich begrüße euch heute Mittwoch. Ja, ich bin alleine mit der Lara und mit der Luisa zu Hause, denn der Patrick und die Mama sind und die Michelle sind kurz in der Stadt gefahren, weil die Michelle braucht noch etwas für Urlaub, also glaube ich kurze Hose und was weiß ich was noch. Der Patrick muss noch Haare schneiden, das heißt er muss zum Friseur. Ja, warum wir zu Hause sind, ist es, weil wir haben heute Abend zum ersten Mal mit Lara und Luisa reiten. Ich muss die zwei Mädels jetzt Haarebürsten anziehen und dann husch husch schnell abhauen, weil wir sind aktuell unter Zeitdruck. Ich habe bis jetzt den Video geschnitten, ich habe ein bisschen Steuer gemacht und jetzt muss man dann abhauen. Wir haben schon angezogen. Ja, Haarebürsten muss man noch und tschüss. warte. Lass ich bitte dort. Komm her, oh meine Mäuse. Komm, wer kommt als erster Haarebürsten? Ich! Okay. Aber ich! Wo ist die? Hm? Mit was soll deine Haarebürsten? Ich weiß nicht. Ich brauche die Bürste, komm, bring die Bürste und diese Spraydose. Wenn ich dann fertig mit Haarebürsten bin, dann will ich mir da was Süßes nehmen, weil ich da auch noch Süßigkeiten habe. Wohin? Diese Holzkiste? Ja. Ja, die Holzkiste brauchst du sie nicht mit. Aber ich wollte es nur. Ich wollte halt Frosch. Hier Frosch, die Karten. Also, da habe ich noch welche, aber ich komme ab. Okay. Schau mir kurz an. Perfekt. Luisa. Ja. So, meine Lieben, wir sind schon da, nur jetzt muss ich mich schlau machen, um zu schauen, wo die Leute sind, weil da ist ja niemand, außer nur ein paar Anhänger. Seid ihr aufgeregt? Ja, und ich schau mal, wo die Pony ist. Riecht du das? Was? Riecht du das? Das ist Pferdekacke. Hallo meine Lieben, auch von mir. Der Papa hat jetzt die Mädels zum Reiten gebracht und wir sind jetzt kurz nachgekommen. Und schaut mal, ist das nicht süß? Das ist eigentlich nicht nur Reiten, sondern auch so Umgang mit Pferden. Ja, ja. Muss man natürlich das Tier kennenlernen, oder? Ja. Ist ein bisschen größer als ein Hund. Echt? Echt? Schaut mal. So süß. Wir sind Patrick, wir sind wieder zurück. Ich wollte euch Patricks neue Frisur zeigen. Ja, sieht ja aus. Okay. Warte kurz, ich muss ranzoomen. Warte. Okay. Oh Mann, diese Teenies immer. Das ist richtig. Sorry. Auf jeden Fall sind wir wieder zurück. Und das war. Warte, ich stelle mich so her, damit das Tageslicht so ein bisschen. Ich bin so müde, ich weiß auch nicht. War viel los heute. Der Papa schon erzählt, wir waren beim Friseur. Michael musste irgendwelche Hosen zurückgeben. Dann haben wir irgendwas anderes gemacht. Dann waren die Mädels reiten. Und jetzt bin ich mit den Kleinen noch im Garten gesessen. Müde. Jetzt essen wir noch schnell was zu Abend. Und zwar esse ich jetzt Sauerrahm mit Hüttenkäse vermischt zusammen in einer Schüssel mit Salz. Das schmeckt so lecker. Das ist so mein Lieblings-erfrischendes Abendessen-Gericht, wenn ich nicht weiß, was ich essen soll. Also, man nehme eine Schüssel-Tutorial, dann Hüttenkäse. Warum? So, weil ich das gerne esse. Und wirklich das? Ich liebe das, ja. Warum? Weil es lecker schmeckt. Machst du noch leider Blech? Dann kommt da drüber Sauerrahm. So schaut das aus. Wie Ice Cream. Oder was auch immer. Irgendwas Weißes, aber es schmeckt so lecker. Und dann Salz drüber. Das hat meine Mama damals schon immer gemacht. Kennst du aus meiner Kindheit? Du isst das nicht so gerne, gell? Oh ja. Wann hast du das letzte Mal gegessen? Du Suppenmensch. Du Suppenmensch. So, wir sind jetzt im Wohnzimmer und werden ein bisschen Wäsche machen. Und werden wieder Wäsche gewaschen. Wir müssen natürlich vor dem Urlaub noch unsere Wäsche in den Griff kriegen. Wir haben aber jetzt diesmal nicht so viel, wir haben letztes Mal sehr, sehr fleißig gemacht.
Guten Morgen, meine Lieben. Heute ist Donnerstag. Und wir haben gestern noch die gesamte Wäsche, seht ihr, fertig gefalten. Also alles fertig, außer ein paar T-Shirts, die da auf der Couch sind. Die muss ich noch bügeln, aber da werden wir heute noch mal Wäsche waschen, dass ich dann mehr zu bügeln habe. Ja, yeah. Okay. Und ich bin jetzt gerade in der Küche, trinke dort meinen Kaffee. Papa ist kurz zum Arzt gefahren, was abchecken lassen und ich bin mit diesen kleinen Mäuschen wach, die anderen schlafen alle noch. Ferienmodus ist an. Und ich muss ihm seine Nägelchen schneiden, weil er mich schon ziemlich kratzt, das kleine Kätzchen. Gut, bist du Mamas Kätzchen? So, auf jeden Fall gehen wir mal diesen Krallen an. Ich sag's euch, wachsen bei euren Babys auch so schnell die Fingernägel? Also man hat das Gefühl, als würde man ständig nur ein Nägelchen schneiden. Die wachsen so schnell, wahrscheinlich, weil sie dann ständig die Hände im Mund haben. Und die können schön viel kratzen, gell? Außerdem können sie sich auch damit selbst gern im Gesicht kratzen. Und das machen sie auch so, die Babys. Und deswegen müssen die Babykrallen ab. Oder Kätzchen. Krallen haben wir geguckt. Manche Kinder finden das nicht so cool, Nägel schneiden. Also ich habe alles erlebt. Kämpfen mit den Kindern, damit man die Nägel schneiden kann. Ich weiß gar nicht mehr. Es ist gar nicht so kinderabhängig, sondern mehr so alterabhängig. Wo sie aber die Geduld nicht haben. Ich glaube sogar bei der Michelle oder Patrick. Ich weiß gar nicht mehr. Egal, haben wir immer das Handy so einem Filmchen abgespielt, so irgendwas auf YouTube zum Schauen gegeben, damit sie schön brav sind. Ich weiß genau, welches Kind, wahrscheinlich Michelle. Bei Patrick gab es YouTube-Videos noch gar nicht. Krass. Ja, jetzt warten wir dann, bis der Papa kommt vom Arzt und danach müssen wir kurz nach Wien und ich muss noch was kaufen für den Urlaub. So die letzten Besorgungen, die man irgendwie noch vergessen hat. So. Ja. Und dann werden wir fertig. Ich brauche nämlich noch eine Sonnencreme fürs Gesicht, auf jeden Fall. Weil ich bekomme immer so eine leichte Mallorca-Akne, wenn ich so eine zu fettige Creme nutze oder ich weiß nicht, also ich bin ja so ein Typ, der dann immer Pickelchen bekommt und das ist echt ekelhaft, also ich mag das überhaupt nicht. Deswegen muss ich mir eine von der Apotheke immer eine Sonnencreme kaufen. Ich vertraue denen aus dem Handel leider nicht, weil ich habe dann wirklich schon viel probiert und es kann auch wirklich schief gehen. Deswegen kaufe ich die lieber in der Apotheke. Auch eine fürs Gesicht und für den Körper, weil ich kriege dann auch sonst immer auf der Brust und am Rücken so einen Ausschlag. Ich mag das überhaupt nicht. Ja, und sonst ein paar Kleinigkeiten noch, so was uns fehlt. Und dann sind wir, glaube ich, fertig. Hallo meine Lieben, auch von mir. Heute ist mega, mega heiß. Ich bin mit Lara und mit Eloisa im Garten. Wir werden heute Kirschen pflücken. Von Dada. Von Dada, genau. Die sind bitter. Von Dada. Die sind bitter. Und daraus werden wir gemeinsam eine Marmelade machen. Marmelade. Genau. Marmelade. Aber okay. Sophie geht nicht weg. Die Sophie geht nicht weg. Sophie. Schau. Heute ist mega, mega heiß, also ich weiß es nicht, 36 Grad, 37 Grad, gefühlt ist wie 40, also ich sterbe. Ja, also ich mag schon Sommer, aber wenn es so heiß ist, dann schon ein bisschen kühler, also da vermisse ich schon den Herbst, muss ich schon ehrlich sagen. Lara, wie läuft es bei dir? Hast du schon viel? Nicht so viel. In deinem Behälter? Oh, das wird schon. Was ist das? Ist ein bisschen locher. Das passt schon, das ist gut so. Thank you.
jetzt fertig. Boah, das ist so heiß, ich sage euch, das ist ja abnormal. Ich schwitze aus allen Löchern. Aber auf alle Fälle, wir sind jetzt fertig. Die Lara war wirklich sehr, sehr brav. Meine Nase wird meine Haare. Die Lara ist mega geschwitzt und die Luisa auch. Und ich auch. Und ich zeige euch, wie viel wir aus diesem kleinen Baum gepflückt haben. Wir haben zwei Schüsseln. Ja. Also die Lara, Luisa und der Papa waren heute wirklich mega fleißig. Das haben wir gemacht und das hat uns gemacht. Genau. Und das müssen wir jetzt noch entkernen. Rauskernen? Ja, müssen wir sie rausnehmen. Das wird eine mörderische Arbeit sein. Und Zucker brauchen wir noch. Und dann kann man die Marmelade machen. Ja, jetzt bin ich in der Küche. Ich werde jetzt anfangen, die Kirsche zu entkernen. Die Mama ist noch nicht zu Hause, ist mindestens in der Stadt. Sie wird ein bisschen später kommen. Und ich habe mir gedacht, bevor wir in Urlaub fahren, mache ich noch die Kirschenmarmelade, weil wenn die noch eine Woche im Baum bleiben, ist schade, die gehen kaputt und ja, haben wir nichts davon. Deswegen habe ich gedacht, ich mache noch die Marmelade. Ist ein bisschen demotivierend, wenn man die zwei Schüssel anschaut, aber ich mache das. So, meine Lieben, nach gute 4 Stunden bin ich fertig mit der Kirsche, sind alle entkernt. Das sind 2 Kilogramm und hier schätze ich mal wieder so 3 Kilo, also ungefähr 5 Kilo Weichsel. Und ja, ich habe den Zucker noch dazu. So, wie gesagt, aber da habe ich 2 Kilogramm Weichsel. Ich werde jetzt 2 Kilogramm Zucker dazugeben. So, meine Lieben, wir haben heute schon Freitag, den nächsten Tag. Der Papa hat das letztes, glaube ich, Marmelade. Ja. Und habe ich Schulterschmerzen. Stundenlang hat er diese Weichseln, also Sauerkirschen, entkernt, weil ich viel Deutsch... 4 Stunden habe ich die Kirschen entkernt. Weil, hast du gewusst, dass Deutsche nicht wissen, was Weichseln sind? Letztens habe ich bei Story gestern... Ich sage, das ist Sauerkirschen, oder? Ja, genau. Und dann hat mir eine Zuschauerin geschrieben, dass man anscheinend den Thermomix dazu nutzen kann. Ich habe hier ein Schokolade, Michelle. Nimm dir Schokolade. Ja. Michelle hat den angezogen. Oh. Ja, auf jeden Fall hat der Papa, wie ihr seht, einen richtigen großen Vorrat an Marmelade gemacht. Aber ich sag's euch, diese Marmelade ist die beste Marmelade. Schmeckt so. Winter kann kommen. Winter kann kommen, wir ernähren uns nur von Marmelade. Ja, und jetzt ist mittlerweile eigentlich schon Freitagabend. Heute haben wir nicht gebloggt. Ich war heute Wimpern auffüllen, wie ihr seht, und ja, eigentlich stecken wir schon mitten in den Urlaubsvorbereitungen und wir werden euch auf jeden Fall jetzt in den nächsten Vlogs mit in den Urlaub nehmen, sozusagen. Also seid gespannt. Nehmen wir mal Marmeladen wieder vor. Nein. Ja gut, das war's eigentlich. Ich wollte mich dann jeden Mal vom Vlog verabschieden. Wolltest du noch irgendwas sagen? Das, was ich lieb habe und... Bis zum nächsten Mal wieder. Bye, bye. Tschüss.